mache jetzt noch hier das Rebfarm noch weg. Und dann werde ich mich ganz kurz für ein paar Minütchen verabschieden, denn heute gibt es wieder Pizza. Und der Pizzateig möchte vorbereitet sein. Oh nein, das ist so ein... Ich drehe einen Ring und drehe alle Ringe. Ach, herrlich. Ich liebe es. Das gehört auf jeden Fall da. Vielleicht sollte ich das tun. Wenn ich mit dem Pizzateig fertig bin. Ja, so ist richtig, ne? So. Was guckst du denn? Ah, deine Therapie läuft endlich an. Das musst du mir mal erzählen, wie das so ist, wie das läuft. Wie viele Sitzungen du hattest und so weiter. Das interessiert mich. Und bei mir eigentlich, wie immer, derzeit habe ich mal wieder keine große Motivation für Arbeit. Gerade weil es eigentlich Perk, weil es eigentlich heißt, Arbeitgeber sollen Homeoffice anbieten, tut meiner nicht wirklich. Oder nur so alibimäßig, ach ja, Mitarbeiter XY wurde ja ins Homeoffice geschickt, wir haben unsere Pflicht getan. Ist ein bisschen frustrierend gerade. So. Ja gut, das haben wir gefunden. Und der Krieg, bevor es zu spät ist. Ja. Es ist im Moment Frust. Frust und nochmal Frust. Wir können hier gar nicht raus, bis wir das nicht gemacht haben. Okay, das ist... Ach Gottchen. Kriege ich das jetzt noch hin irgendwie? Oh, durch Zufall habe ich es fast hingekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber gut. Wir sind schon mal fast richtig. Ach so, ich drehe das nach rechts. Wenn ich das nach rechts drehe, geht es nach links. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber irgendwie... Okay. Ah... Ich habe eigentlich auch keinen Kopf für solche Rätsel. Oder die Toleranz. Ich reg mich dann immer auf. Sonst rege ich mich ja nie auf. Haha. Ach so, warte. So. Und dann drehe ich das so. Guck mal. So. Graf Dracula, würde ich jetzt mal behaupten. Ich lasse euch ein wenig, ganz kurz, das war jetzt irgendwie einfacher, als es aussah, ja. Wenn man das mal irgendwie gerafft hat, wie die Ringe sich drehen, dann geht's. Ich lasse euch mal kurz mit dem Gebönse hier alleine. Ich mache auch kein Pausenscreen, ich mache nur eben mein Mikrofon aus. Ihr kriegt auch gleich wieder Ton, denn wenn ich aus dem Spiel rausklicke, ist der Ton weg. Ich lasse die Kamera an. Ihr seht, wenn ich wieder da bin. Dauert so 10 Minütchen. Holt euch was zu trinken. Geht Pipi machen. Streichelt eure Tiere. Wir sehen uns gleich wieder. 2000 Jahre später.
So. Buh. Da bin ich wieder. Der Teig ist fertig. So, 20 Minütchen hätten wir noch. Wo waren wir? Muss erstmal was trinken. Also. Wir haben den Prediger gerade gesehen. Bibi, danke schön. Wir haben den Prediger gerade gesehen, der sich hier in Fledermäuse aufgelöst hat. Das heißt, haben wir denn noch irgendwas zu erledigen? Wahrscheinlich nicht hier erstmal, ne? Wir gehen erstmal weiter zur Kirche. Es muss eine Treppe zum Glockenstuhl hinaufgehen. Ja, wie sollte man denn sonst da hochgehen? Aber warum sollten wir das jetzt wollen? Ach, sie möchte sich den... Sie möchte sich den Glockenschwengel angucken. Oh, danke schön. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei dir mit Twitch und dem Chat. Auf jeden Fall können wir uns jetzt erstmal nochmal hier vergnügen. Und wie immer, wenn ich was nicht finde und ihr habt schon gesehen, dann sagt mir das bitte. Wir sind ja auch nicht hier, um zu rätseln, sondern eigentlich, um die Story mitzukriegen. Gut, ein bisschen zum Rätseln schon. Das war ja ein hübscher Gargoyle. Aber grundsätzlich geht es eher um die Story. Fledermaus, Gehstock. Ich denke auch, ich werde mir den Stream heute mal runterladen. Und das so ein bisschen... Ich werde es wahrscheinlich auf YouTube nochmal hochladen. Einfach, weil ich es kann. Und ich habe jetzt einfach alles gefunden ohne Hilfe. Ich habe einen Meißel gefunden, okay. Warum brauche ich den? Wir gehen erstmal zum Friedhof. Das ist bestimmt ganz toll. Buch von J.S. Collins. Und es ist ein komisches, gruseliges Zimmer. Der Fotograf muss eines dieser Bücher wohl für wichtiger als andere gehalten haben. Und meine Stimme verabschiedet sich. Goodbye. Ein nettes Zimmer. Naja, ne? Ja, ehrlich, wir brauchten Meißel, wenn man die Eule hätte mitnehmen können. Die war viel süßer. Und hier sind Kerzen. Ich nehme mir erstmal Kerzen mit, warum auch immer. 3 Stück kann ich insgesamt mitnehmen. Oder muss ich mitnehmen? Und hier ist irgendwie... Hinter dem Efeu kann ich etwas erkennen. Seltsam, kein Schloss am Tor. Da kann man wohl runter. Aber dann scheint das... Also ich nehme mal an, das ist hier der Mechanismus, mit dem man das aufmacht. Ist hier sonst noch was? Nee. Mit einer Wollmütze. In Trance. Alle Bewohner in der Kirche versammelt und in eine Trance, in eine Art Trance verfallen. Okay. Sie platzt da vor allem rein wie Ripley. Einfach bumm die Tür aufgerissen. Ich gehe lieber keinen Schritt weiter. Diese Leute machen mir Angst. Aber ich... Bin einmal kurz nach vorne gerannt, hab den Teppich umgehauen. Den Teppich umgefaltet. Und gucke da jetzt hin. Ach, guck, da ist das Messer, was die Hand da einfach so weggenommen hat. This is the dagger that man stole from my room. Der, wie heißt der, Fackelheinz? Die Klinge ist stumpf, aber sehr spitz zum Schneiden. Nutzloch los, doch ideal zum Zustechen.
Oder eben, um Rituale durchzuführen, ne? Maybe. Ein paar Kerzen fehlen, ist ihre Anordnung von Bedeutung. Du musst zuerst alle Kerzen finden, das ist toll. Bis hierhin gehe ich und fummel da irgendwie an irgendwas rum. Aber keinen Schritt weiter. Weil die Leute machen mir Angst. Auf jeden Fall haben wir neue Beweise. Da, vielleicht ist das die Mordwaffe? Ja, wunderschön. Ein Ritualdolch, Blutspritzer auf der Klingel. Muss einem dunklen Ritual gedient haben. Wofür? Was ist jetzt? Tatort? Vielleicht das Haus? Nein, immer noch nicht. Leute? Weiß ja nicht. Dahin? Ja. Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren, zu verhexen und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Ja, weil das meine Aufgabe ist hier. Ich will nicht ein verschwundenes Mädchen finden. Warum? Okay. Gut. Ja. Dies scheint der einzige Weg zur Glocke zu sein, doch ich brauche einen Enterhaken dafür. Ja, einen Enterhaken haben wir schon gefunden. Aber wir haben kein zweites Seil oder so. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es der Fackelheinz. Ich glaube auch. Ich habe ihn schwer im Verdacht. Da war doch gerade noch was. Da. Die Zweige sind zu hoch, um den Zettel herunterzuholen. Diese Frau. Wir gehen nochmal zu der Tankstelle. Da ist wieder das Eichhörnchen. Da oben hängt auch was, oder? Fledermaus. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da war der Typ, der Heini, der hier den Zettel abgerissen hat. Oder war da gerade was im Öl? Nee. Sauberer Lappen in Benzin. Für Reinigung und so. Nee. Wohl nicht. Hier sind übrigens die wunderschönen Leichen im Keller. Und die wundervoll knarzende Tür. Gibt es denn hier noch irgendwas in der Pension? Telefon geht immer noch nicht. Keller. Also hier ist der Enterhaken. Und da ist ein Korken. Ja. Kann ich denn oben noch was tun? Ja? Nein. Ich brauche ein Reinigungsmittel, um beim Turm so ein Durchguck-Dingen sauber zu machen. Aber hier ist Seife. Aber diesen sauberen Lappen kann ich hier mit der Seife nicht benutzen. Denn das ist ja kein Reinigungsmittel. Spucke. Ja. Wasser wird es wahrscheinlich auch schon tun. Ach guck, hier kann ich noch was machen. Mr. Hamilton, helfen Sie mir mal bitte. Fledermaus, Taschenuhr. Ja, da. Schild, blaue Trauben. Baskenmütze. Pillenpalette. Die war doch da irgendwo. Gartenschere, Gartenzwerg. Gartenzwerg, Gartenschere. Fernglas und Seil. Seil. Fernglas.
Da. Zack. Wir haben Seil gefunden. Ach, hier können wir ja auch noch lang, ne? Verschlossen. Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Mädel. Der Zaun ist vielleicht hüfthoch. Der Fackelheinz ist hier auch lang gegangen, ohne das auf und zu machen. Mann. Geh mal zurück. Ach, wir müssen hier hoch. Ja, ich verstehe. Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Können wir hier denn überhaupt noch was tun? Keller vielleicht? Ja. Das ist ein Schlüssel. Ich habe den Schlüssel, ich bin fertig. Wir können gehen. Ich habe alles. Handschuhe. Bitte. Da. Nochmal Handschuhe. Fahren wir denn? Fliegenklatsche. Adler. Humpe. Gießkanne. Ventilator. Da. Das da. Das aussieht wie ein Hähner. Das kann ich sehr gut verstehen. Das braucht man unbedingt. Nein, es ist echt süß. Aber ich glaube, ich finde die gelben noch süßer. Kaminschaufel da. Perlenkette, Perlenkette. Wenn ihr was seht, ne, ihr wisst Bescheid. Blatt und Perlenkette. Wir packen einfach alle Quietscheentchen ein. Genau. Und ich kenne oder kannte da jemanden, die eine sehr große Quietscheentchen-Sammlung hat. Ja. Es sind sehr viele Perlenkette da. Britney approves. Yes. Ah, Blatt. Sehr gut. Rostiger Schlüssel. Ach so, da war ja der Haken. Da wir jetzt ein Seil haben. Da dran, ne? Da schwimmt ein Korken im Wasser. Ja, dann hol ihn doch raus. Hier. Hier. Ja. Ja. Wohl nicht. Ja, geh doch. Danke. Wofür war jetzt der Schlüssel? Ach so. Für das Tor, über das wir einfach drüber klettern könnten. Was? War das der Fackelheinz, der jetzt die ganze Zeit da hinter dem Zaun gewartet hat? Warum immer diese Gießkannen? Ja gut. Wir gehen einfach mal in den Schuppen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Wir gehen erstmal in den Schuppen, kramen da so ein bisschen rum. Vielleicht kommt ja der Fackelheinz noch an. Der hat die ganze Zeit... Hier ist noch eine Quietscheente. Da. Eine wichtige... Klempner-Quietscheente. Und da ist eine gruselige Puppe. Ich hab doch gerade hier... Apfel... Socke. Aha. Schaufel. Radkreuz. Kamera.
Laternse da. Mario Duck. Genau. Zahnrad und Klebeband. Zahnrad und Klebeband? Rechts am Rand. Zahnrad. Ah! Okay. Das ist so mein blinder Fleck. Alles, was in den Außenbezirken und genau in der Mitte ist, sehe ich nicht. Also alles. Klebeband, ey. Das muss doch irgendwo so eine Rolle oder so sein. Ich will das aufmachen? Nee. Hier war doch gerade eine Katze. Katze? Oh, da ist eine Katze. Oh, eifrig. Sieht man die überhaupt, die alte Wurst? Da ist die Wurst. Uff. So, Lilly. Jetzt sag mal, wo ist das Klebeband? Such. Nee, lieber Handschmieren, ne? Ja. Dachte ich mir. Oder aus dem Fenster gucken. Irgendwo hinter meinem Bild. Ich habe gerade mal kurz einen Katzenschwanz ins Gesicht gekriegt. Aber so. Ich. Ja, du! nein, Klebeband ist nicht hinter meinem Bild. Glaube ich. Nee. Irgendwo hinterm Katzenkopf? Lilly guckt sich wieder den Zeiger an. Mario, sag doch mal. Mario Duck. Ich sehe es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, dieses. Wenn die da einmal ins Mikro schnurrt. Da. Willst du mich veräppeln? Das war doch eine Kassette, das war doch kein Klebeband. Aber gut, ich habe eine Schaufel gekriegt. Kein Wasser, vielleicht haben sie es wegen des frühen Frosts abgedreht. Warum gehe ich an ein Haus ran und teste erstmal, ob da Wasser auf dem Schlauch ist? Verschlossen, hier scheint niemand zu sein. Ich kann durchgucken. Etwas dünnem, vielleicht mit einem Meißel? Ich breche einfach mal ein. Ach, da ist das hübsche Zimmer. Das nette Zimmer. Sie schienen sich wohl gerade zum Abendessen niedergelassen zu haben. Nur, dass kein Essen auf dem Tisch steht. Da ist einer! Lilly! Fackel Hans? Fackel Heinz und Fackel Hans. War das jetzt Fackel Heinz oder Fackel Hans am Fenster? Da! Hat der ein Loch am Kopf? Oh, noch ein Rätsel. Fehlender Teile? Ja. Genau, Zwillinge. Das war auch mein Gedanke. Fackel Heinz und Fackel Hans. Ich glaube, ich kann hinter dem Gitter etwas erkennen. Will ich den Meißel nochmal nehmen? Der ist ja schon wieder hier. Alte Spanner. Mitglieder der Familie. Sind das keine random Menschen, die sich einfach da die... Ah, dieses Haus besteht nur aus dem einen Zimmer übrigens. Und der Dude ist nicht da. Wir gehen mal einfach weiter. Was ist hier? Die Leiter ist fest an den Ast gebunden. Ja, so ist das ja auch richtig. Oder brauchen wir die noch? Der alte marode Zaun passt ganz gut in diese Bilderbuchlandschaft. Der Fensterdude. Das ist ein Doggo. Lilly, guck mal der. Ja, da waren wir gerade. Eine Falltür in der Kirche. Ich frage mich, ob die Anordnung der Kerzen von Bedeutung ist. Wahrscheinlich.
Hallo? Oh. Keine gute Idee. Der Hund ist etwas zu aggressiv. So. Minimal. Und die Katze, die stirbt gleich vor Hunger. Zu den Ruinen. Ah, hier sind. I remember now. Flashback. I've been here once before. Wow. Okay. Wir haben richtig viele neue Infos gekriegt durch den Flashback hier. Ergiebig, ja. Die Puppe hat den Sturm genauso wenig überstanden wie das Haus. Ich brauche eine Schaufel, um so viel Erde beiseite zu schaffen. Das Holz. Okay. Wie gut, dass wir schon eine Schaufel haben. Und die Puppe haben wir auch erstmal weggeschaufelt. Wieso schaufeln wir diese Matratze frei? Ach so. Ich verstehe. Das ist eine alte kleine Schnorrewurst. Okay, das wird wahrscheinlich hier unten so irgendwo hinkommen. Die Wiese. Hier hin? Jo. Ich muss auch gleich Schluss machen, denn es ist gleich Pizza-Time. Okay. Ach, das kommt dahin. Dahin. Es ist sehr praktisch, dass die Teile einfach so irgendwo reinschnacken. Wenn man sie rein zufällig an den richtigen Platz geschoben hat. Schnarz. Unser Baum. Die Wiese. Wumms. Tatsächlich menschenähnlich. Die Karte oder was? Achso, von einer Kinderhand gezeichnet. Ist das reine Fantasie oder könnte es diese Orte wirklich geben? In dieser Gegend gibt es zahlreiche Reiche und Seen. Gut, jetzt habe ich das eine tote Maus. Sehr gut. Ich kann hier noch was wegräumen. Da ist ein Messer. Das feststeckt. Hier kommt wohl noch eine zweite Figur hin. Wie gut, dass ich einen Aufziehschlüssel habe. Immer noch abgeschlossen. Vielleicht sollte ich erst den fehlenden Soldaten einsetzen. Das ist vielleicht eine gute Idee. So. Was können wir denn tun? Ja. Garage ist offen, ein Auto ist da reingeparkt, doch sonst ist die Menschen leer. Wenn der Hund nur brav vor seiner Hütte sitzen würde, könnten wir etwas Fleisch brauchen, aber das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal herausfinden. Denn es ist Pizza-Time. Und bevor diese arme Katze, die hier ganz stoisch und brav sitzt, verhungert, machen wir mal Schluss. Ich werde hier mal... Kann ich den hier speichern? Oder speichert das automatisch? Ich drücke mal ja. Okay. Okay, es hat gespeichert. Alles klar. Beenden. Bist du dir sicher, Lili? Ja. Dann machen wir mal die Musik wieder an. So, einmal noch in den Teig, dann könnt ihr die Lili noch sehen. Der Ise. Die Aurokorn ist auch raus. Lili wird geknufft.
So. Dann einen wunderschönen Abend. Es war sehr schön mit euch. Es macht Spaß. Also ich kann mich noch an ein paar Sachen erinnern. An die Leichen im Keller kann ich mich noch erinnern, weil ich mich da auch erschreckt habe beim ersten Mal. Darko, sehr schön, dass du da warst. Ehrlich gesagt hast du mich durch deinen Kommentar von vorgestern, glaube ich, wieder dazu gebracht, hier nochmal den Stream anzuschmeißen. Und ich werde die Folgen dann auch auf YouTube hochladen. Und genau, einen schönen Abend euch allerseits. Danke, dass ihr da wart. Die Lilly rastet hier gleich aus. Die möchte essen. Ich möchte auch essen. Ich habe Hunger. Und es gibt heute lecker Pizza. Und bevor sie mich jetzt gleich mördert, es geht schon los. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, wann. Ich krieg erstmal eine Ohrfeige von der Katze. Ja, ist gut, ich mache jetzt Schluss. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Muss mal gucken, wann. Ich weiß noch nicht, wann. Ihr werdet es mitkriegen, wenn ihr ein Follow dagelassen habt. Oder über den Discord. Den Link findet ihr unten in der Profilbeschreibung. Da kriegt ihr das dann auch mit. Und da kann man sich noch nett unterhalten mit dem einen oder anderen. Oder der einen oder anderen. Und Lilly verabschiedet sich. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal.